3, 2, 1 und... Ja. Mit diesem symbolischen Akt ist eine neue Ära der digitalen Informationsübertragung eingeläutet worden. Die SWM-Tochter Mnet hat den Bayernring gestartet. Ein Quantennetz, in dem die Datenübertragung ausschließlich über Licht erfolgt, ohne Umwandlung in elektrische Signale. Der europaweit einzigartige Glasfaserring erstreckt sich insgesamt über 1200 Kilometer und bildet den neuen Kernbereich des Telekommunikationsnetzes von Mnet. Also es hat für Geschäftskunden drei große Vorteile. Der erste ist, wir können 600 Gigabit pro Sekunde als Schnittstelle anbieten. Wir übertragen nur die Photonen, das heißt energetisch ist ein Faktor 10 besser wie alle anderen. Und wir können auch nicht mehr reinschauen, was der Kunde überträgt. Das heißt, die Abhörsicherheit ist um Faktoren besser als die klassischen Verfahren. Beim Neujahrsempfang von Mnet hat der Sprecher der Geschäftsführung Nelson Kilius zudem die Bilanz für das vergangene Jahr vorgelegt. Auch in Zukunft will der kommunale Telekommunikationsanbieter seinen Service auf dem gewohnt hohen Niveau halten. Ja, das Jahr 2019 war ein sehr positives für uns. Kundenzahlen sind gestiegen, wir haben jetzt 500.000 Kunden. Am meisten stolz sind wir aber über zwei Sachen. Zum einen haben wir die Zahl unserer Glasfaserkunden noch mal deutlich erhöht. Das ist die beste Technologie seit geschnitten Brot und unsere Kunden sehen das genauso. Es ist um 16% gestiegen. Das ist super für einen Telekommunikationsanbieter, wo wir ja normalerweise eher stagnieren. Und die zweite Sache, die mich sehr freut, ist, wir haben auch heute hier im Raum viele Partner aus der Wohnungswirtschaft und von Geschäftskunden. Und mit denen haben wir in 2019 das ein oder andere spannende Projekt gemacht. Und das wollen wir heute ein bisschen feiern, weil das war ein tolles Jahr für uns. Und mit Volldampf geht's ins Jahr 2020. In diesem Jahr hat sich Mnet den Glasfaserausbau bis in die Wohnung vorgenommen. Zum Beispiel beim aktuellen Ausbauprojekt im Olympischen Dorf. Hier heißt das Motto Fiber to the Home. Das heißt, statt nur bis in den Keller wird die Glasfaser nun bis in die Wohnungen verlegt. Das macht das Internet stabiler, sicherer und umweltfreundlicher. Und am Ende profitieren die Bewohnerinnen und Bewohner von deutlich schnellerem Internet mit sehr hohen Bandbreiten.